Marilyn Tynan Brown, das klingt so richtig solide, so aristokratisch. Aber es ist Betrug, reiner Betrug. Wir wissen, wer dahinter steckt. Es ist alles Fake. Ihr Geld ist jetzt mal weg. Jetzt wollen Sie sicherlich wissen, ob es überhaupt Sinn macht, dass Sie jetzt nochmal dem Geld hinterhergehen, dass es Sinn macht, nochmal sich mit einem Anwalt in Verbindung zu setzen. Ja, es macht Sinn. Die Chancen, dass wir Ihnen Geld zurückholen können, sind wahrscheinlich größer, als Sie sich das vorstellen können. Wie das aber gehen kann, das verrate ich am Ende dieses Videos. Schauen Sie sich dieses Video bis zum Ende an, dann sage ich Ihnen, was Sie tun können. Hallo, ich bin der Anwalt Jochen Resch. Thema Burlington & Brown. Das ist ein klangvoller Name, leider alles falsch. Fake. Wir kennen auch die Gruppe, die dahinter steckt. Da ist nichts echt, natürlich auch nicht die Adresse in Zürich. Alles ist fake. Dient nur an einem einzigen Zweck, Sie, um Ihr Geld zu bringen, Sie zu belügen, Sie abzukassieren. Was können Sie tun? Sollte man zur Polizei gehen? Ja, eine Strafanzeige ist sicherlich hilfreich, aber man muss dabei eines wissen. Eine Strafanzeige dient nicht, was nicht vorrangig, der Wiederbeschaffung des Geldes. Eine Strafanzeige dient der Bestrafung der Täter. Was wir machen, wir liefern das Geld dazu, wir verfolgen die Spur des Geldes und wir sind damit recht erfolgreich. Erfolgreicher, als Sie sich das vorstellen können. Wenn Sie wissen wollen, wie das geht, dann rufen Sie mich gerne an unter 03088 59770 oder besser noch, Sie können auf unsere Webseite gehen. Lesen Sie jetzt mal den Artikel dazu, die Hintergrundinformationen und Sie finden dort auch ein Kontaktformular. Füllen Sie das aus, Sie bekommen dann von uns eine kostenlose Einschätzung. Erstens sagen wir Ihnen, ob wir den Fall überhaupt übernehmen können, es muss hinreichend Erfolgsaussichten geben. Wenn ja, sagen wir Ihnen, was wir konkret machen und was es kosten wird. Mit dieser kostenlosen Einschätzung haben Sie dann eine Grundlage von Fakten. Weil Sie alle Fakten kennen, sind Sie dann in der Lage, Ihre eigene Entscheidung zu treffen. Denn Sie alleine müssen ja wissen, warum Sie Ihr Geld zurückhaben wollen und warum Sie sich unserem Sammelverfahren anschließen wollen.